Jemand zu Hause? Brian! Das Schloss ist in Gefahr! Was soll denn der Aufruhr? Hoho, sieh an, ihr seid's! Und dein Gesicht verrät mir, du hast seit dem letzten Mal dazugelernt. Wirklich? Keine Zeit jetzt! Wir haben ein großes Problem! Es ist meine Schätze, ist wieder da! Wo? Etwa im Schloss? Jep, und Herzlose sind auch da! Nicht doch! Mein Schutz will ja so für mein Leben zu halten, alle des Anstands bedeutet, dass du zuwachen und will es mit Schutzstelle überführen. Überall im Schloss sind Herzlose! Könige Hölle ist in Gefahr! Des einen zwei Augen sparen dem anderen tausend Worte. Aha, aha, verstehe. Was geschieht hier, Merlin? Es sieht nicht gut aus. Nein, ich muss sagen, die Lage ist sogar äußerst ernst. Was ist das? Mein Junge, das ist ein Tor zu einer einzigartigen Welt. In dieser Welt findet ihr den Verantwortlichen für die Vorkommnisse im Schloss. Da bin ich mir sicher. Prima! Wir wussten, auf dich ist Verlass, Merlin. Los, schnappen wir ihn uns. Ein Moment noch. Natürlich müssen die Übeltäter aufgehalten werden. Aber vorher müsst ihr noch etwas erledigen. Irgendwo in dieser Welt muss es eine weitere Tür geben, die genauso ist wie diese. Ich nehme an, unsere Feinde benutzen diese Tür. Solange sie offen steht, ist das Schloss in großer Gefahr. Sora, du musst diese Tür finden und wenn du sie gefunden hast, versiegle sie mit deinem Schlüsselschwert. Alles klar. Verlass dich auf uns! Ach, und noch was. Ihr begebt euch in eine wirklich ganz besondere Welt. Solange ihr dort seid, könnte ihre Beschaffenheit euch dazu anstiften, etwas Ungehöriges zu tun. Ihr müsst dieser Versuchung widerstehen. Was soll das heißen? Ihr werdet es bald wissen. Ich vertraue fest auf euch, ihr drei. Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Hey, das hier tut mir alles so, vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier? Ihr da, habt ihr hier irgendwelche Halunken gesehen? Ihr Frechen! Pah, ich hab keine Zeit, mich mit euch rumzuärgern, also will ich nochmal gnädig sein. Und schon haben wir unseren Schurken. Kurze Auszeit! Bye.
Was ist los mit euch Zwergen? Passt euch an mir vielleicht was nicht, oder wie? Genau, erraten. Das schreit nach einem Kampf! Huh? Hier geblieben! Was soll das? Was soll das? Jawohl! Nimm das! Was wollt ihr Typen jetzt überhaupt von mir? Wer seid ihr eigentlich? Seid ihr neu hier? Lass die Scharade! Oh? Au, au! Was meinst du? Also irgendwas ist dir doch faul, oder? Bist du dir sicher, dass das Carlo ist? Natürlich bin ich Carlo, der Kapitän des Dampfschiffes Willi. Hört gefälligst auf, mich zu nerven! Also, haut schon ab! Ich muss den fiesen Schurken finden, der mir mein Schiff geklaut hat! Donnerwetter, vielleicht haben wir uns geirrt. Das glaube ich langsam auch. Er hat noch nicht einmal Herzlose gerufen. Tut uns leid, dass wir dir Ärger gemacht haben, Kapitän Carlo. Oh ja? Wenn es euch wirklich leid tut, dann sucht mein Dampfschiff. Geht klar. Aua, aua, mein Rücken! Schaut mal, da ist ja der Eckstein des Lichts. Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Alter, hier gibt mir alles so. Vertraut vor? Ja, genau. Warum? Warst du denn schon mal hier? Aber er kommt mir irgendwie verändert vor. Los, wir müssen ihm helfen. Ei!
Jawohl! Auf geht's! Und da! Steh uns bei! Sora! Ich schaff das! Jetzt geht's rund! Jawohl! Leg! Nimm das! Das wäre geschafft. Da! Soweit also dein Bericht. Bravo, du hast es geschafft, bei allem zu versagen. Und schlimmer noch, du hast wohl gedacht, in meiner Abwesenheit meinen Platz einnehmen zu können. Du bist mit sofortiger Wirkung verstoßen. Wenn unsere Ära gekommen ist, gibt es für dich keinen Platz darin. Nutzloser Schwachkopf! Ja, aber... Los, er braucht unsere Hilfe! Nanu? Ach, zum Geier. Das hätte sie jetzt nicht sagen müssen. Mag ja sein, dass ich hin und wieder Mist gebaut habe, aber nutzlos. Also, das geht zu weit. Also, als ich damals anfing... Ach ja, die guten alten Zeiten vermisse ich, wenn ich sie doch nur wieder aufleben lassen könnte. Was würde ich dafür geben? Das ist doch mein...
Die Stadt ist geschrumpft. Oder vielleicht sind wir größer geworden. Hey, schaut euch die Spielzeugkanonen an. Was will er uns wohl sagen? Hey, da sind Herzlose! Ja! Und da! Leg! Jawohl! Auf geht's! Ja! Da. Ja! Ja! Da. Hopp. Hopp. Und da! Hopp. Ja. Nimm das! Jawohl! Ja! Jawohl! Mann, was für ein Schreck! Schau mal, Zora, da drüben! Faszinierend. Das scheint ein Tor in die Vergangenheit zu sein. Ja, das reinste Wunder. Nicht wundern, sondern denken. Denk gefälligst nach, wie wir das zu unseren Gunsten nutzen können. Sicher. Vielleicht könnte ich dir ja noch eine Chance geben, dich zu beweisen. Oh, danke, vielen Dank. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Also, was soll ich tun? Geduld, mein Lieber. Was haben wir denn hier? Na, wenn das nicht der Eckstein des Lichts ist. Damit könnte es uns gelingen, diesen Narren das Schloss wegzunehmen. Bauen die hier? Vorsicht! Danke, Eure Majestät.
Los, schnappen wir uns die Herzlosen. Und das! Und das! Leg! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Steh uns bei! Und das! Nimm das! Ja! Ein Kinderspiel! Schaut mal! Gut zuhören. Auf der anderen Seite des Tors fangen sie gerade mit dem Bau dieses verflixten Schlosses an. Und das bedeutet, dass der Eckstein des Lichts unbewacht herumliegt, mit all seiner Macht noch versiegelt. Der Eckstein des Lichts? Ganz recht. Diese verfluchte Kugel hindert uns daran, das Schloss zu betreten. Aha. Du weißt, was zu tun ist? Dann geh. Zeig dich zu beweisen. Und enttäusche mich ja kein weiteres Mal. Zeit, mich zu beweisen? Mal sehen. Ich hab's! Ich muss nur diesen Eckstein in 1000 kleine Stücke zerschmettern! Aber zuerst hol ich mir mein altes Schiffchen wieder. Es war also doch, Carlo. Oh, jetzt und zuerst, jetzt. Trotzdem ist hier irgendwas faul. Dieser Carlo, den wir hier getroffen haben, war zwar ein Raubein, aber sicher kein Bösewicht. Jetzt gehört das Schloss so gut wie uns. Ja, das ist unser Carlo. Oh nein! Der Eckstein ist weg. Aber was ist? Sie werden das Schloss in Dunkelheit tauchen. Wir müssen uns beeilen. Hey, stehen bleiben! Vergiss es, du Zwerg. Endlich habe ich den dreisten Dieb gefunden, der mein Dampfschiff geklaut hat. Du bist es! Genau, ich. Nein, nicht ich. Es war jemand, der so aussieht wie ich. Oh, ganz schön kompliziert.